Hallo, meine Wolfies! Zurück aus meinem Urlaub. Mehr oder weniger Urlaub, denn es war nicht so entspannt aufgrund von Schlafmangel. Aber okay. Ich möchte euch gerne heute erzählen, wo ich denn genau war und was ich da so gemacht habe. Denn ich war in einer Jugendfreizeit Castle of Night. Das Castle of Night ist ja eine Jugendfreizeit, da können alle zwischen 14 und 24 Jahren mit. Die Fantasy-affin und ein bisschen bücherverrückt sind. Das Castle of Night fand dieses Jahr in der Wewelsburg in der Nähe von Paderborn statt. Diese Burg hat eine außergewöhnliche Geschichte. Wer sich komplett mit dieser Geschichte befassen möchte, dem empfehle ich, entweder mal vorbeizufahren und die Führungen in dem Museum, die wir auch während des Castles gemacht haben, sich anzuschauen. Besonders empfehle ich die Gruft, denn diese Gruft hat eine einzigartige Akustik. Das nehme ich schon mal vorweg. Die Führung war super, die ganze Geschichte zu erfahren war echt geil und man hatte teilweise das Gefühl, okay, in den Räumen, wo ich gerade schlafe, ist diese Geschichte passiert. Ich möchte euch diese Geschichte jetzt nicht vorwegnehmen. Das ist echt ein Moment, wo man dann auch schon mal drüber nachgedacht hat. Naja, Castle of Night ist wirklich für jeden was. Gerade hatte ich das Gefühl, dass Leute, die mitgefahren sind, die vorher Probleme hatten, Menschen kennenzulernen oder Probleme hatten, sich zu öffnen anderen gegenüber, die sind da echt aufgeblüht und sind aus ihren Löchern, die sie selber hatten, mit diversen Problemen rausgekommen, sind aufeinander zugetreten und haben Freunde da gefunden. Und ich finde, das macht das Castle of Night echt wunderschön und das ist, macht es auch echt wert, da mitzufahren. Ja, wie bin ich überhaupt auf dieses Castle gekommen? Eigentlich wollte ich letztes Jahr schon mit, denn da gab es das Thema Divergent oder zu Deutsch die Bestimmung und ich habe damals diese Buchreihe innerhalb von, ich glaube, 2 Wochen verschlungen und für mich als sehr langsamen Leser muss das was heißen. Aber da waren schon so viele Leute auf der Warteliste, dass ich nicht wusste, ob es sich lohnt, mich da anzumelden. Heute weiß ich, es hätte sich wahrscheinlich wohl gelohnt, mich da anzumelden, aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich habe mich aber für dieses Jahr rechtzeitig angemeldet und konnte mitfahren zum Thema Harry Potter. Und ich möchte euch ein bisschen was darüber erzählen, was wir denn da so gemacht haben und die Leute, die ich da so getroffen habe. Bevor ich gefahren bin, wusste ich noch nicht so genau, was mich so 100% erwartet. Ich hatte durch das Castle tatsächlich den Kanal von Jenny gefunden. Heute heißt der Kanal Liza Grimm. Und ich wusste halt so ungefähr, was da abgeht, weil ich mir ihre Vlogs dazu angesehen hatte. Aber so, man kann sich halt nicht immer sicher sein, weil es sind halt doch andere Leute, die mitkommen und man kennt diese Leute halt noch nicht. Also bin ich in die WhatsApp-Gruppe rein. Und ich habe mich bei einigen davon direkt sehr wohl gefühlt, weil ich gemerkt habe, hey, die sind alle so bescheuert wie ich. Cool. Und habe dann auch noch nachgefragt, wer denn ungefähr aus meiner Ecke kommt, um mit dahin zu fahren, wo es denn stattfindet. Da komme ich später noch zu. Und habe dann da eine Person getroffen, die ziemlich schnell eine magnetische Anziehungskraft zu mir entwickelt hat. Und dann sogar später eine Art Zwillingsbruder wurde. Da komme ich aber auch noch zu. Also im Vorfeld habe ich tatsächlich mir einige Gedanken gemacht, weil ich halt nicht wusste, was mich erwartet. Aber jetzt im Nachhinein denke ich so, alle Sorgen, die man sich vielleicht im Vorfeld gemacht hat, die waren vollkommen unbegründet. Denn man wird da direkt aufgenommen wie in eine kleine Familie. Ja, mein quasi Zwilling. Ich habe Sunny vorher noch nicht gekannt. Wir haben uns erst quasi auf der Zugfahrt wirklich kennengelernt. Denn sie ist in meinen Zug mit eingestiegen. Das war vorher so abgesprochen, dass wir halt zusammen fahren. Und wir haben da schon ziemlich schnell gemerkt so, ja, das passt. Und dann kamen wir am Bahnhof an, waren so ein bisschen verpeilt, weil wir nicht genau wussten, wo wir hin mussten. Haben das dann auch recht schnell gefunden, wurden dann sogar noch bei dem Fahrdienst ins gleiche Auto eingeteilt. Was heißt, wir sind quasi, bis wir wirklich an dem Ort, wo es war, ankamen, immer zusammen gewesen. Und ja, da das Thema Harry Potter war, wurden wir natürlich dann auch in Häuser eingeteilt. Und siehe da, hey, wir waren im gleichen Haus. Dann ging es an die Zimmereinteilung, wir waren im gleichen Zimmer.
Und wir hatten einfach alles zusammen. Ich glaube, das Einzige, wo wir nicht zusammen waren, war am Freitag in einer der letzten Unterrichtseinheiten. Aber ansonsten haben wir die ganze Woche quasi miteinander verbracht. Und es war echt cool. Und warum sie mein Zwilling ist, ich weiß nicht, wer von euch das Spiel Secret Voldemort kennt. Oder eigentlich Secret Hitler, weil von daher kommt das ursprünglich. Da gibt es Karten vom Orden des Phönix, das sind die Guten, und der Todesser, das sind halt die Bösen, und dann gibt es Voldemort, und ja, das komplette Spiel zu erklären wäre ein bisschen viel, aber es gibt halt die Guten und Bösen. Und da sind dann immer Charakterbilder drauf von zum Beispiel den Guten oder den Bösen, und in einem Spiel hatte ich einen der Zwillinge und sie auch. Und das war von Jenny zu 100% so beabsichtigt. Und seitdem waren wir Fred und George. Ich war George, weil der Charakter, das Charakterbild, was ich hatte, war George und sie hatte Fred. Nein, ich habe mein Ohr nicht verloren. Ich habe auf der Nachtwanderung dafür, da komme ich dann auch nochmal später zu, dafür was gefunden, was das ersetzt. Und sie ist nicht gestorben, weil das wäre so ein bisschen komisch gewesen. Die Ankunft. Ich bin da angekommen, kannte nur Sunny und ja, Jenny aus den Videos und vielleicht so das ein oder andere Gesicht aus diesen Videos. Bei der Ankunft war es so, dass erstmal erfasst wurde, wer ist überhaupt da, weil bei so einer großen Menge an Leuten ist es halt ein bisschen schwierig, sonst den Überblick zu behalten. Das heißt, es wurde erstmal kontrolliert, wer ist überhaupt da, sind alle da, wer kommt vielleicht zu spät, wessen Bahn hat Verspätung und so weiter und so fort. Halt organisatorisches. Und im Anschluss wurden wir dann, nachdem alle da waren, in die Häuser eingeteilt. Und ich stand da und dachte mir die ganze Zeit, bitte, bitte lass mich ein Hufflepuff sein. Bitte. Ich möchte in kein anderes Haus, ich möchte ein Hufflepuff sein. Und dann kam ich dran, recht weit am Ende, weil Tami nun mal nicht so im Alphabet weit vorne ist. Steh da, krieg den Hut auf. Also eigentlich habe ich gesessen, aber ich habe den Hut auf den Kopf gekriegt. Und dann sagt er, ja, Hufflepuff würde gut passen. Und ich denke so, ja, Hufflepuff, Hufflepuff, Hufflepuff. Und dann fängt er an von Gryffindor und ich denke mir so, nein! Wer will denn schon nach Gryffindor? Ich will ein Hufflepuff sein. Aber ich bin letzten Endes dann doch in Hufflepuff gelandet. Und ich war echt froh drum. Die anderen Hufflepuffs waren nicht so unbedingt begeistert, aber im Laufe der Woche haben doch alle irgendwie festgestellt, dass Hufflepuff zu ihnen passt. Sei es Kleinigkeiten, die ihnen an sich selbst aufgefallen sind, oder auch größere Dinge, wo sie gemerkt haben, okay, ich bin vielleicht doch ein Hufflepuff. Du bist kein Hufflepuff. Aber bevor wir überhaupt in die Häuser eingeteilt wurden, ging es erstmal darum, dass wir überhaupt unsere Hogwarts-Zulassung bekommen. Wir standen alle da und dann flogen aus einem Fenster plötzlich ganz viele Eulen mit quasi der Einladung, dass wir nach Hogwarts gehen dürfen, mit dem Zugticket und einer Liste an Dingen, die wir brauchen. Und dann ging es erstmal daran zu finden, wem gehört jetzt überhaupt welcher Brief, weil da stand halt der Name drauf und das hat ein bisschen gedauert, aber letzten Endes hat dann doch jeder seinen bekommen. Meine Eule guckt ein bisschen sehr angepisst, ich habe sie Kunibert genannt, was daran lag, dass die Teamler sie irgendwann später in der Nacht gemacht haben, aber ich mag Kunibert, ich habe ihn sehr lieb. Im Anschluss ging es dann daran, dass wir in die Winkelgasse gehen und unsere Zauberstäbe bekommen. Und wir konnten dann uns noch ein paar andere Dinge holen, wie zum Beispiel Bohnen oder Schokofrösche. Und die Schokofrösche waren von einem der Teamler selber gemacht und sie waren so geil. Mein Ersatz war aus, als würde er kotzen, weil das Karamell einfach aus seinem Mund gelaufen ist. Aber das tut nichts daran, dass der unheimlich geil geschmeckt hat. Danke nochmal dafür und für die selbstgemachten Zauberstäbe, was nicht selbstverständlich ist, dass sowas passiert. Ja, Zimmereinteilung. Ich hatte ein 6-Bett-Zimmer mit 4 Leuten. Und ich habe die Leute auf meinem Zimmer echt gern, so wie mein ganzes Haus. Wir haben echt viel miteinander erlebt, Gutes wie Böses. Aber es ist halt nochmal so ein bisschen was anderes, wenn man halt in einem Haus ist. Man verbringt vielleicht ein bisschen mehr Zeit mit dem eigenen Haus als mit allen anderen. Aber trotzdem war das echt sehr harmonisch, auch mit den anderen. Die Zimmer, als wir reinkamen, waren sehr schön geschmückt, passend zu jedem Haus. Bei uns gab es auf dem Tisch eine Schale mit Keksen. Wir sind Hufflepuffs. Wir sind direkt neben der Küche. Wir brauchen was zu essen. Außerdem waren da viele Blumen und Schmetterlinge. So wie es dann halt zu einem sehr offenen, herzlichen und fröhlichen Haus passt. Bei Ravenclaw lagen Federn und Pergamentpapier und ein Diadem. Bei
den Gryffindors lagen Schwerter und Löwen. Und bei Slytherin, die hatten Schlangen. Und es war halt auch in den Häuserfarben dekoriert. Jeder Teilnehmer hatte noch ein Willkommenspaket. Und in den Willkommenspaketen waren ein Buch in den Häuserfarben, ein Harry Potter Stift, eine Brille, also so eine Plastikbrille, damit wir alle Harry Potter sein konnten oder so. Ein kleines Fläschchen mit Felix Felice, den ich leider verloren habe direkt am ersten Abend, aber dafür habe ich von meinem Zwilling einen neuen gemacht bekommen. Und ein Schlüsselanhänger mit verschiedenen Charakteren. Ich hatte Hagrid und eine Trinkflasche. Die Trinkflasche war zwar lieb gemeint, aber alles, was da drin war, schmeckte leider nach Plastik. Was nicht so cool war, zum Glück hatte ich meine eigene Overwatch-Flasche mit. Ich liebe sie. Während der Einteilung in die Häuser wurde uns dann noch gesagt, dass etwas Böses... Es ist was Böses im Busch! ...ist. Und dass es in den Reihen der Lehrer oder der eigenen Leute jemanden gibt, der quasi ein Verräter ist. Und ja. Damit wurde dann quasi ein kleines Roleplay für die ganze Woche angestimmt. Und dieses Rätsel haben einige sehr ernst genommen. Hufflepuff. Und andere nicht so ernst. Wir hatten aber einen unheimlichen Spaß daran, Dinge, die uns so vor die Füße fallen, irgendwie einzubinden oder reinzuinterpretieren. Wir hatten wirklich sehr viel Spaß damit. Die anderen nicht so, was eventuell zu kleinen Streitpunkten geführt haben könnte. Es hat zu Streitpunkten geführt. Aber die haben sich dann auch recht schnell eigentlich wieder gelöst. Dieses Rätsel zog sich halt durch die ganze Woche. Wir haben Hinweise bekommen, mal nur einen am Tag, mal mehrere am Tag, die alle mit einem Steinchen versehen waren, damit wir wissen, sie gehören dazu. Und am Ende der Woche mussten wir dann die Gegenstände, die wir bekommen haben, den Teamlern zuweisen. Ein Teammitglied fiel raus, die hat das Ganze quasi dann geleitet. Aber es gab dann für die restlichen 8 Teammitglieder 7 Gegenstände und die mussten wir zuordnen. Und der eine von den Teamlern, der keinen Gegenstand hatte, war halt der Böse, Böse, Böse. Und wir wurden dann Häuser gemischt in Teams eingeteilt, um dieses Rätsel zu lösen. Und meine Gruppe hat das gewonnen. Und wir haben einen kleinen Preis bekommen. Und diesen Preis, den wir bekommen haben, zeige ich euch jetzt gleich. Also der Preis, den wir bekommen haben, war das hier. Wir haben eine kleine Harry Potter Spieluhr bekommen. Und ich liebe sie. Ja. Dann gab es noch... Es gab dann natürlich auch noch andere Dinge während dieses Rätsels, die ganz witzig waren. Viele Dinge hat das Team sehr spontan mit eingefügt. Aber wir Hufflepuffs waren so in unserer Forschung drin, dass wir wirklich alles mit reingenommen haben. Aber wie gesagt, wir hatten halt Spaß daran. Und es war sehr witzig. Weil wir teilweise auf Dinge kamen, wo wir selber wussten, das kann überhaupt nicht sein. Aber es war so witzig. Naja. Die Teilnehmer und die Teamler, wie ich schon gesagt habe, das war alles so harmonisch. Ich habe wirklich viele von den Leuten... Ich kam da rein und kannte keinen und habe mich direkt zu Hause gefühlt. Ich habe viele von denen wirklich echt lieb gewonnen. Sowohl Teilnehmer als auch Team. Und ich hoffe, dass ich viele von denen wieder treffen kann. Sei es jetzt auf Buchmessen... Oder dass man sich so privat mal trifft oder irgendwas anderes zusammen macht. Denn ich bin leider zu alt, um nächstes Jahr nochmal mitfahren zu dürfen. Aber ich denke, es wird genug andere Möglichkeiten geben, dass man sich da untereinander nochmal irgendwie treffen kann. Ja, es gab Unterricht. Wir haben die ganze Woche über Unterricht gehabt. Zu verschiedensten Themen. Wir hatten zum einen Zauberkunst, Zaubertrankunterricht, Verteidigung gegen die dunklen Künste, pflegemagischer Geschöpfe, Kräuterkunde, alte Runen, Quidditch und Astronomie. Jedes wurde von irgendeinem anderen Lehrer geleitet und es war alles spannend, teilweise sehr lehrreich, weil dann Dinge erklärt wurden, die man vielleicht noch gar nicht wusste. Zum Beispiel über Kräuter, welche Wirkung welches Kraut hat und was man damit machen kann. Und Verteidigung gegen die dunklen Künste haben wir meditiert, um auch vielleicht gegen eigene Probleme, die zur dunklen Seite gehören, anzukommen. Wir haben was über Runen gelernt in alte Runen. Wir haben in Astronomie abends auf dem Burgplatz gestanden
und haben Sternbilder erkannt und gesucht und zugeordnet und uns Geschichten zu den Sternbildern angehört. Wir haben in Zaubertränke, selber kleine Zaubertränke gemacht und teilweise, also wir haben auch so was gemacht, was man naschen kann. In Pflegemagischer Geschöpfe haben wir Dracheneier selber gemacht. In Verwandlung haben wir Boatruckles aus Drähten gemacht. Meiner ist leider ein bisschen kaputt gegangen. Nur ein ganz kleines bisschen. In der Kräuterkunde haben wir Seife gemacht. Mein persönliches Highlight von all diesen Unterrichtsdingern war natürlich Quidditch. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber ich habe eine Zeit lang bei einer Quidditch-Mannschaft mit trainiert, was natürlich dann zeitlich irgendwann leider zu Bruch gegangen ist durch Uni und langes Fahren und bla bla bla. Aber ich liebe Quidditch und mir hat es so viel Spaß gemacht, mit den anderen da Quidditch zu spielen und ich hatte einen kleinen, klitzekleinen Vorteil. Dadurch, dass ich gewisse Taktiken schon kannte und man als Hüter die Taktiken dem Team quasi sagt, also welche Taktik als nächstes gefahren wird, wer was genau tut, konnte ich natürlich Taktiken anwenden, an die die anderen gar nicht gedacht haben, weil sie sie vielleicht noch gar nicht kannten. Mein Team hat deswegen alle Spiele gewonnen. Es gab natürlich auch kleine Blessuren von Leuten, die hingefallen sind, es ist ein Besen zu Bruch gegangen, aber hey, das ist Quidditch. Und Quidditch ist ein sehr, sehr offener Sport. Jeder kann Quidditch machen, egal ob groß, klein, dick, dünn. Hauptsache, man hat Spaß dran. Ein kleines Ding, was die ganze Woche über jedoch nicht ganz so geil war, war das Wetter. Es war so verdammt heiß. Und das hat das ein oder andere Mal dazu geführt, dass ein paar von uns leider wegen Kreislaufproblemen gewisse Dinge nicht mitmachen konnten. Aber das Team wäre nicht das Team, wenn sie nicht planen würden. Wir sind nämlich ins Schwimmbad gefahren, in eine Therme und haben da dann fast den kompletten Mittwoch verbracht. Und diese Therme war recht groß, gehört glaube ich sogar zu einer Wellnessanlage oder so dazu, mit Saunabereich und allem. Die Sauna war echt geil und auch dieses Floatingbecken war cool, auch wenn da irgendwie die Stangen, an denen man sich so festhält, damit man nicht einfach quer durch das ganze Becken floatet, nicht ganz so fest waren, wie ich erwartet hätte. Ich habe keins davon rausgerissen. Nein, habe ich nicht gemacht. Aber dieser Bereich war so geil. Es gab auch Rutschen und dann haben wir ein Wettrutschen veranstaltet. Wir haben eine Polonaise durch das ganze Becken veranstaltet mit allen Leuten. Und ja, man kam da Leuten aus anderen Häusern näher. Man kann dem Team näher, sodass man sich wirklich mal richtig unterhalten kann, besser kennenlernt. Und ich würde sagen, der Mittwoch war nicht so ganz unschuldig daran, dass wirklich viele Leute Freundschaften entdeckt haben. Was anderes, was natürlich von dem Team wegen dem Wetter gemacht wurde, war eine fette Wasserschlacht. Und diese Wasserschlacht kam sehr unerwartet für uns Teilnehmer. Das Team wusste natürlich Bescheid. Und zwar wurde gesagt, hey, wir machen jetzt Fotos, wir gehen alle raus und stellen uns dahin und stehen da. Und auf einmal wird uns ein Eimer Wasser über den Kopf gekippt. Also eigentlich nicht nur einer, sondern gleich zwei. Und dann war die Wasserschlacht mit Wasserpistolen, Eimern, Wasserschläuchen, Wasserbomben. Das war ganz schön witzig, weil einfach so gut wie jeder mitgemacht hat. Es gab ein paar Leute, die aus gewissen anderen Problemen nicht mitmachen konnten. Aber der Rest, der hatte echt seinen Heidenspaß. Das Einzige, was hinterher problematisch war, war die ganzen Sachen, die nass waren, die getrocknet werden wollten und dann echt komisch gerochen haben. Das war fast schon eklig. Ja, wie ich ganz am Anfang schon angesprochen habe, gab es eine Nachtwanderung. Diese Nachtwanderung war eins der Highlights für mich. Ich liebe Nachtwanderungen, besonders dann, wenn sie gruselig sind. Es gab natürlich andere, die es nicht so geil fanden und aus meinem Haus waren zwei dabei, die es nicht so geil fanden und ich wurde dann gefragt, ob ich mit diesen Leuten gehen kann, damit sie nicht ganz so Angst leiden müssen. Blöderweise waren wir dann die letzte Gruppe, die los musste, wodurch wir uns die ganze Zeit die Angstschreie der anderen anhören mussten, was für die beiden nicht ganz so praktisch war. Aber wir haben es dann doch einigermaßen gedeichselt bekommen. Die erste Station ging noch ganz in Ordnung und bei der zweiten mussten dann leider die beiden abbrechen. Ich habe vollstes Verständnis dafür, dass die beiden das abgebrochen haben, weil jeder hat nun mal eine andere Angstschwelle und wenn das schon reicht, um einem so Angst zu machen, dass man aufhören möchte, dann sei es der Person gegönnt. Ich habe dann mit der anderen
Begleitung für die beiden weitergemacht. Und wir haben auf dieser Nachtwanderung dann an einer Station einen Grabstein gefunden. Oder sogar zwei Grabsteine. Und an diesen Grabsteinen lagen dann Finger und Ohren. Und weil ich George bin und keinen Bock habe, mein Ohr zu verlieren, habe ich eins der Ohren mitgenommen. Das Team hat es natürlich hinterher wiederbekommen. Aber für diesen Moment war es doch schon ganz schön witzig, dass ich als George ein abgeschnittenes Ohr dabei habe. Das Ende von der Nachtwanderung lief dann wieder nicht ganz so wie geplant, weil eine andere Person leider auch wegen zu großem Respekt abbrechen musste. Aber wir sind dann alle gemeinsam wieder zurück zur Herberge gelaufen und haben dann da ja, uns auch weiter unterhalten können. Man hat wieder Leute kennengelernt, die man vorher nicht unbedingt kannte. Man konnte sich mit dem Team unterhalten, auch wenn wir eine kurze, sehr komische Situation hatten, dass wir zurückgelaufen sind und ganz am Ende waren und dann kam einer von hinten mit einer Taschenlampe auf uns zu und wir dachten so, hä, gehört der zu uns? Und es stellte sich heraus, der Typ gehörte nicht zu uns, aber kletterte sich irgendwie an uns und erzählte uns dann was von Bloody Mary. Das war so ein bisschen schräg. Den haben wir, glaube ich, dann auch recht flott wieder irgendwie abgeschüttelt, aber der war echt komisch. Was macht der mitten in der Nacht alleine da unterwegs? Mit einer Taschenlampe. What the fuck? Aber wie gesagt, ich mochte die Nachtwanderung, auch wenn wir uns vielleicht alles andere angeguckt haben, als die wirklich die Sachen von der Nachtwanderung. Wir haben uns über Sterne unterhalten und das Team war auch echt süß, weil das Team halt als Schrecker fungiert hat und an einer Stelle war es so, dass wir an der Station waren, dann wurde dann von dem Teammitglied dann in der Rolle uns gezeigt, hier, das müsst ihr jetzt euch angucken, das dürft ihr mitnehmen, bla bla bla, wir gehen weiter, hören, wie diese Person hinter uns herrennt, wir drehen uns beide um und wollen diese Person in den Arm nehmen und dann kam nur, oh, ihr seid so süß. Also, es war echt cool. Ein anderes Ding war halt dieses Rätsel, was wir gemacht haben, was meine Gruppe gewonnen hat. Ich glaube, ich hätte es eigentlich jedem gegönnt, dass er das schafft und so eine wundervolle Spieluhr bekommt. Aber ja, leider war das nicht so. Aber ich liebe sie. Ich liebe diese Spieluhr trotzdem. Dankeschön ans Team. Hauspunkte gab es natürlich auch, wie es bei Harry Potter so sein muss. Und ja, mein Team hat den Hauspokal gewonnen. Hufflepuff war mit Abstand von 30 Punkten, glaube ich, auf Platz 1. Und es gab Punkte für diverse Dinge. Es gab Punkte für Secret Quests für fast jedes Teammitglied. Zum Beispiel gab es eine Secret Quest dafür, dass man einem Teammitglied Schokolade angeboten hat oder eins umarmt hat. Also völlig random Dinge, die halt im Laufe der Woche passieren können. Und dann gab es natürlich auch Punkte für den Unterricht oder wenn man was besonders Tolles gemacht hat. Ich habe mir irgendwann einfach, weil ich es so von zu Hause gewöhnt war, angewöhnt, den Kühlschrank jeden Abend zu befüllen. Wir hatten in der großen Halle einen Kühlschrank stehen mit Getränken und ich bin abends hingegangen, habe die Kästen mit den leeren Flaschen runtergebracht und habe Neues hochgeholt und den Kühlschrank wieder aufgefüllt. Ich glaube, dafür habe ich noch nicht mal Punkte bekommen, aber ich habe es trotzdem gerne gemacht, weil ich das halt von zu Hause gewöhnt war, dass der Kühlschrank voll sein muss mit Getränken, damit halt alle was zu trinken haben. Und das ist halt so, ich glaube, das ist so typisch Tami-mäßig, dass ich halt Leuten auch helfe automatisch und ich weiß nicht, ob ich da überhaupt Punkte für bekommen habe, aber ich habe es trotzdem gerne gemacht. Auch nachdem halt der Hauspokal vergeben wurde, habe ich trotzdem weiter den Leuten geholfen, weil das halt so mein Ding ist. Ja, wir hatten natürlich auch zwischendurch ein bisschen Freizeit. Es war nicht alles komplett durchgetaktet. Es war sehr vieles durchgetaktet. Wir hatten auch nicht so viel Freizeit zwischendurch. Ich glaube, das waren maximal 2 bis 3 Stunden am Tag, die wir wirklich Freizeit hatten. Aber diese Freizeitmomente, die waren auch echt schön, weil man zum Teil was mit dem Haus gemacht hat. Wir haben immer viel gerätselt, weil das halt so unser Ding war. Aber man konnte zum Beispiel dann auch, wie an einem Abend, haben sich sehr viele einfach in den Flur gesetzt und wir haben miteinander gesungen. Wir haben random Sachen gesungen. Zuerst haben die aktuelle Sachen aus den Charts gesungen und da ich nicht so der Chart-Typ bin, bin ich halt da noch nicht dabei gewesen. Aber als es dann zum Beispiel daran ging, dass Rise Guys gesungen wurden oder Wir sind Helden oder Disney-Lieder, dann bin ich dann doch dazu gestoßen, weil das ist dann doch sowas, was ich cool finde und das hatte die Gemeinschaft doch so ein bisschen zusammengehalten, zusammengerückt und gestärkt. Und es gab jeden Abend einmal Häuserzeit und in dieser Häuserzeit war es so, dass sich alle Teilnehmer des Hauses in den größten Schlafsaal gesetzt haben, das war halt dann der Aufenthaltsraum, und die Hauslehrer kamen dazu.
Wir hatten zwei Hauslehrer, Slytherin hatte zwei Hauslehrer, Gryffindor hatte zwei Hauslehrer und Ravenclaw hatte nur einen Hauslehrer. Wir hatten noch eine Schulleitung und einen Vertrauensschüler. Daraus bestand das ganze Team. Und in dieser Häuserzeit hat man halt dann sagen können, was man so am besten fand an dem Tag, was vielleicht nicht so gut war am Tag, was wo sonst der Schuh gedrückt hat und einfach Blödsinn machen mit dem Haus. Und unser Haus war das Tim Burton Haus. Wir hatten immer diese, oh, ihr seid so süß Momente und im nächsten Moment kam irgendwas, was diese süßen Momente wieder zerstört hat. Und deswegen zog sich bei uns halt das Tim Burton Moment so durch. Das hat sich hinterher sogar ein bisschen ausgebreitet, dass auch die anderen Häuser so ihre Tim Burton Momente hatte, aber ich glaube, unser Haus war Spitzenreiter da drin. Und wir haben es gerne gemacht. Es war nämlich sehr witzig. Und ich glaube, das ist so eins der Dinge, an die ich mich wirklich gerne zurückerinnere, wenn ich mich an das Castle zurückerinnere. Wir haben auch andere Dinge gemacht. Erst am ersten Abend haben wir zum Beispiel Kennenlernspiele gespielt, damit man untereinander weiß, wer sowas mag und wer ist und so weiter und so fort. Wir haben auch Capture the Flag gespielt, was bei uns ziemlich schnell in Kitsch ausgeartet ist, weil irgendwann einer ankam und sagte, hey, wenn es so ist, dass das erste Haus, was alle Flaggen abgibt, so und so viele Punkte kriegt, das zweite so und so viele, das dritte so und so viele, das vierte dann so gut wie keine Punkte mehr, lass es doch so machen, dass wir einfach alle Flaggen zusammenlegen, wir geben gemeinschaftlich und geben sie dann auch gemeinschaftlich ab. Und ja, es war ein bisschen zu kitschig. Wir Hufflepuffs hatten sehr, sehr viel Liebe. Ja, Puffy-Liebe war echt stark vertreten. Wir haben Leute umarmt, wir haben Leute getröstet, denen es nicht gut ging. Wir haben untereinander sehr viel Liebe verteilt durch Schmatzerchen und andere Dinge, die vielleicht nicht ganz so hierher passen. Nein, wir haben nicht miteinander geschlafen. Aber das war dann selbst für uns Hufflepuffs ein bisschen zu kitschig. Das wurde dann dementsprechend in der Häuserzeit auch angesprochen. Da kam dann einstimmig von dem ganzen Haus, dass wir das sehr kitschig fanden, dass da die anderen Häuser auf einmal mehr Liebe hatten als wir. Vielleicht lag es daran, dass wir nur jeden Tag ein gewisses Glas an Liebe hatten. Dieses Zitat kommt übrigens von einem aus meinem Haus und das passt wunderbar. Dass jedes Haus pro Tag ein gewisses Glas hat, was mit Liebe gefüllt werden kann oder muss über Tag. Und unser Glas war halt voller oder größer als das der anderen und musste mit mehr Liebe gefüllt werden. Und unser Glas war halt schon so gut wie voll und dann kam das und brachte unser Glas zum Überschwimmen, während die anderen Häusergläser noch nicht so voll waren und noch mehr Platz für sowas hatten. Ja, das war sehr kitschig. Und der letzte Abend ist immer der große Ball. Der Ball war dieses Jahr thematisiert als Winter-Weihnachtsball. Was natürlich auch ein bisschen zu Harry Potter passt, denn im vierten Teil gibt es ja während des Trimagischen Turniers diesen Weihnachtsball. Und es war dekoriert mit, im wirklich Hitze, es war sehr warm, war es dekoriert mit Schneeflöckchen und so weiter. Und es war echt schön. Es war so, dass wir erst alle gemeinsam gegessen haben, dann wurden die Hauspunkte verliehen, dann wurde das Rätsel aufgelöst. Und dann hat jeder Teilnehmer eine Urkunde erhalten. Und diese Urkunde hatte einmal einen individuellen Satz oder einen Spruch drauf, der auch irgendwie zu der Person passen soll. Auf den Urkunden steht dann drauf, Castle of Night, der Schule für Hexerei und Zauberei. Das Castle of Night, Schule für Hexerei und Zauberei, verleiht hiermit Tami, nachdem alle praktischen und theoretischen Anforderungen erfüllt sind, dieses Diplom. Hiermit haben sie alle Rechte erworben, die das Gesetz von der Ablegung dieser Prüfung abhängig macht. Und dann mein persönlicher Satz, der drunter steht, ist: Nichts ist so kostbar wie die Freiheit und nichts so wertvoll wie Vertrauen. Und jetzt könnt ihr mal rein interpretieren, warum ich diesen Satz bekommen habe. Ich kann euch so viel sagen, es hat eventuell ein bisschen was mit meinem Tattoo zu tun. Während dieses Balls waren natürlich auch alle, weil es wurde im Anschluss dann natürlich auch getanzt, waren alle dementsprechend angezogen. Der Großteil hatte halt Kleider an, bis auf die männlichen Teilnehmer dieses Balls. Die hatten halt dementsprechend Hemden an. Und es wurde getanzt, es wurde gelacht, es wurde viel erzählt. Es wurde währenddessen auch noch ein bisschen Süßkram gefuttert, der da stand. Und Bohnen in verschiedenen Geschmacksrichtungen, wo dann gute und böse bei sein konnten. Ich hatte Hundefutter und Kartoffelsuppe, glaube ich. War nicht so geil, aber kann man mitleben. Hundefutter ist übrigens sehr eklig. Ich empfehle euch, das niemals zu essen.
Und wer das auf Instagram gesehen hat, der weiß ja, dass ich meine Haare im Moment in Regenbogenoptik habe, basierend auf einem Einhorn-Kuscheltier, was ich habe. Und dieses Kuscheltier hatte ich mit. Das saß während des Kleides in meiner Tasche, vom Kleid vorne an der Brust. Nur dieses Einhorn hatte den Großteil des Balls gar nicht bei mir verbracht, sondern wurde weitergereicht. Die Teamler hatten dieses Einhorn, die Teilnehmer hatten das Einhorn. Teilweise saß das Einhorn auch nur mit ganz viel Luftballons, weil es fliegen sollte und es nicht geklappt hat in der Ecke, weil so wenig Helium da war. Aber alle hatten dieses Einhorn unheimlich lieb. Und Downy, keine Ahnung. Selbst Leute, die keine Einhörner mögen, mochten Downy. Und ich habe Downy dem Team ausgeliehen, weil danach gefragt wurde. Einer der Teammitglieder hatte Downy am letzten Tag, als es hieß, ja, wir müssen euch jetzt zum Bahnhof fahren, hatte er Downy und fragte irgendwann im Auto, ob er sich Downy ausleihen dürfte. Ich würde ihn auch wieder zurückbekommen. Aber es wäre halt schön, das Team zu überraschen, wenn sie Downy auf einmal nochmal für einen Abend länger hätten. Und wer wäre ich, wenn ich nicht Tami wäre und sagen würde, hey, okay, behaltet Downy noch. Hauptsache, ich kriege ihn irgendwann wieder. Und die haben sich wirklich darüber gefreut. Downy ist halt ein ganz besonderes Einhorn. Und ich hoffe, ich kriege Downy wieder. Ja, wie, ich kriege Downy nicht wieder. Das gibt Ärger. Ja, der Abschied war aber dann auch dementsprechend nah. Und weil man sich in dieser Woche echt so nah gekommen ist, dass man sich teilweise wirklich wie eine Familie gefühlt hat, war dieser Abschied auch sehr tränenreich. Wie gesagt, ich bin leider zu alt, um nächstes Jahr nochmal mitzufahren. Ihr dürft natürlich alle gerne, ihr seid dazu eingeladen, euch für das nächste Castle anzumelden. Alle zwischen 14 und 24 sind gerne gesehen, vor allem männliche Teilnehmer. Ihr werdet auch, wenn ihr vielleicht Probleme habt, Leute zu finden, wirklich zu 100% Leute da finden, mit denen ihr da Zeit verbringen wollt. Und es war wirklich traurig für mich, da zu gehen, weil ich viele von den Leuten da so lieb gewonnen habe, dass ich sie eigentlich nicht mehr gehen lassen möchte. Und ja, aber ein Abschied ist halt nun mal leider ein Abschied. Die ganzen Teilnehmer sind samstags schon gefahren, die Teamler sind am Sonntag gefahren und haben natürlich auch aufgeräumt und alles Mögliche. Und mittlerweile sind alle wieder zu Hause, wohlbehalten angekommen. Und ich möchte euch allen, wirklich allen, die da waren, sagen, ich habe euch unheimlich lieb. Wirklich, alle. Auch die Leute, mit denen ich vielleicht nicht so viel Zeit verbracht habe. Ich habe euch wirklich alle lieb. Und das Castle wird wirklich ein unvergessliches Erlebnis für mich bleiben, sein, für immer. Und ich hoffe so sehr, dass ich einige von euch wiedersehen kann. Und wer weiß, vielleicht kann ich ja irgendwann als Anwärter fürs Team mitfahren. Jetzt noch ganz zum Schluss. Das nächste Thema für nächstes Jahr ist wieder Harry Potter. Das heißt, wenn ihr genau solche Potterheads seid wie ich, meldet euch an. Wenn ihr vielleicht nicht so große Potterheads seid, aber trotzdem Harry Potter mögt oder zumindest gelesen oder die Filme geschaut habt, könnt ihr euch anmelden, auch wenn ihr Harry Potter vielleicht nicht kennt und denkt, hey, Jugendfreizeit thematisiert mit Harry Potter, kenne ich zwar nicht so mich mit aus, aber ich fahre trotzdem mit, auch gerne gesehen. Meldet euch einfach an. Die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, ist dieses doch etwas eskalierte Video, ich wusste gar nicht, dass das so lang wird, jetzt beendet. Und ich verabschiede mich als Hufflepuff-konform mit viel Puffy-Liebe. Ich hab euch auch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.